Das hört sich schon fast wieder ein bisschen nach Alarm an, was da in Fußball Dresden passiert. Mehr von Michael Drevenstedt. Dynamo Dresden stand heute gegen Holstein Kiel unter Zugzwang. Nach der 0:2 Niederlage gegen Erfurt am vergangenen Wochenende sollte unbedingt gepunktet werden. 24.500 Fans waren im Sieg in dieser Spielzeit von ihrer Mannschaft zu sehen. In den ersten 20 Minuten passiert allerdings nicht viel. Erst dann wird es mal halbwegs gefährlich. Stefaniak sein Abschluss etwas überhastet. Ansonsten die Jungs von Stefan Böger nicht richtig drin im Spiel. Das liegt vor allem aber an den Gästen aus Kiel, die hervorragend taktisch eingestellt wurden und auch selbst immer wieder Nadelstiche setzen. Marc Haider, ein gefährlicher Angreifer bei den Störchen, lässt hier eine gute Chance relativ kläglich liegen. Von Dresden meist nur bei Standards Gefahr. Alban Saba, der Innenverteidiger, da fehlte nicht viel. Ansonsten ist Kiel die bessere Mannschaft in einem sehr dürftigen Drittligaspiel. 40. Minute, Gebers, Haider, 1:0. Die nicht unverdiente Führung für die Störche, die bislang noch nie in Dresden einen Punkt holen konnten. Viermal waren sie zu Gast, viermal gab es eine Niederlage. Hier sieht es aber gut aus für die Störche, 1:0, die Pausenführung. Der zweite Durchgang, er beginnt mit einem Spaziergang von Fabian Wetter, der hier mutterseelenallein in den Strafraum marschiert, der eingewechselte Kreuzer verhindert noch Schlimmeres. Carsten Neitzel, der Trainer der Kieler, ein ehemaliger Dresdner aus Radeberg, in der Jugend bei Dynamo gespielt. Mittlerweile ist er an der Küste. Dynamo weiterhin aus dem Spiel heraus ziemlich dürftig. Erst nach 67 Minuten wird es mal gefährlich und dann wird es auch gleich belohnt. Justin Eilers erlöst den Dresdner Anhang. Tolles Zusammenspiel mit Komvalius. Und nach 67 Minuten ist Dresden zurück im Spiel. Gleicht aus. Auch wenn es nicht wirklich verdient war, weil Dresden sich gegen taktisch sehr disziplinierte Kieler richtig, richtig schwer tat. Aber wie so oft in dieser Saison tut Dresden der Treffer richtig gut. Wieder der Torschütze Justin Eilers marschiert in den 16er, geht zu Boden, will den Elfmeter. Aber Guido Winkmann, der Unparteiische, sagt nein, das war kein Strafstoß und er liegt richtig. Da fliegt Eilers mehr über die eigenen Beine. Kiel bleibt aber trotzdem weiterhin gefährlich. 89. Minute, Siedschlag. Und die ganz kalte Dusche für Dynamo. Kurz vor dem Ende schlagen die Störche zum zweiten Mal zu. Die Dresdner Passivität wird gnadenlos bestraft. Kiel gewinnt mit 2:1. Ich glaube schon, dass wer gesehen hat, dass wir unbedingt noch wollten. Nach dem 1:1 auch den Sieg wollten. Aber ja, vielleicht sind wir einfach zu ungestüm nach vorne gerannt und haben uns dann ein reinhauen lassen. Ich glaube, heute wäre ein Punkt nicht so schlecht gewesen. Müssen wir daraus lernen und das nächste Mal besser machen. So ist es die zweite Niederlage in Folge. Kiel hüpft in Dresden zum Sieg. Dynamo trauert. Am Wochenende geht's nach Wiesbaden. Die Ergebnisse von heute im Überblick: Dynamo Dresden-Holstein Kiel 1:2, Dynamo 6. der Tabelle, Hansa Rostock Groß-Asbach 1:3, Energie Cottbus Wien Wiesbaden 2:0, Borussia Dortmund 2. Mannschaft gegen Mainz 2. Mannschaft 1:3 und Fortuna Köln gegen Osnabrück 0:1.